Herr Uhde, haben Sie sich bei der Kanzlerin eigentlich schon bedankt, dass sie Ihnen ein Thema, sozusagen die Maut, präsentiert hat, mit dem Sie ja überhaupt nicht rechnen konnten? Die Kanzlerin vertritt dieselbe richtige Auffassung wie in den letzten Jahren. Eine Maut ist mit ihr nicht zu machen, weil sie vor allem die deutschen Autofahrer belasten würde. Eine Maut nur zu Lasten von Ausländern kann und darf es nicht geben, gibt es auch nirgendwo in Europa. Sie gilt immer, wenn es eine gibt, für alle Nutzer der Autobahnen. Mhm. Und das wäre das Letzte, gerade für den Flächenstaat Bayern, wo ja viele Pendler gezwungen sind, täglich lange Wege zum Arbeitsplatz zurückzulegen, dafür auch noch eine Maut zu zahlen. Ich bedanke mich nicht bei der Kanzlerin, sondern bei Horst Seehofer, der uns dieses Thema beschert hat. Herr Seehofer, haben Sie damit gerechnet, dass Sie die Kanzlerin im Duell so ziemlich kalt im Regen stehen lässt? Nein, ich kenne ja Ihre Position seit vielen Monaten. Ja. Diese Maut für Ausländer muss kommen und sie wird kommen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Aber Sie sagen, sie kommt wir nicht. Wir zahlen fast auf allen Straßen in Europa. Und deshalb ist es nur gerecht, wenn andere auch bei uns zahlen. Das zum Grundsatz. Ja. Nun zahlen die deutschen Autofahrer genug für die Benutzung der Straßen. Und deshalb gibt es viele Modelle, wie man die deutschen Autofahrer sozusagen mit der Vignette versorgen kann, ohne dass sie einen einzigen Cent mehr bezahlen. Und einer dieser Vorschläge ist, und den habe ich mir zu eigen gemacht, dass mit dem Kfz-Steuerbescheid jeder, der im Inland eine Kfz-Steuer bezahlt, gleichzeitig die Vignette bekommt und damit ist diese Vignette auch bezahlt. Also keinen Cent mehr Belastung für die deutschen Autofahrer. Aber das, was Sie wollen, Herr Seehofer, schön will die Kanzlerin nicht, oder? Ja, das wussten wir vorher. Und sie hat aber an diesem Sonntagabend auch gesagt, und dieser Satz wird immer unterschlagen, ja, dass sie mit mir noch immer auch in schwierigen Fragen eine Lösung gefunden hat. Sie haben ja telefoniert mit ihr. Ja, und dann hat sie das nochmal bekräftigt. Wir werden da eine Lösung finden. Sie hat ihre Position, die Bayern haben ihre Position. Ich darf mal darauf hinweisen, wir haben eine Umfrage, die sieht vor, dass 88% der Bayern für diese Pkw-Maut für Ausländer sind. Es werden Deutsche nicht belastet. Und ich möchte dem Kollegen Uhde sagen, wir haben auch abgefragt, wie die möglichen SPD-Wähler dazu denken. Und das sind fast 80% der SPD-Wähler, die eine solche Maut wollen. Herr Uhde, glauben Sie, Sie haben jetzt mit diesem Mautthema, von dem man ja sagen kann, es ist nicht unbedingt jetzt das dominierendste Thema, es bestimmt die aktuelle Diskussion, ist jetzt das Thema, das Sie im Wahlkampf beflügeln wird? Es ist ein Thema, das deutlich macht, wie mit haltlosen Versprechungen die Öffentlichkeit irregeführt wird. Es ist seit Jahren erwiesen und von dieser schwarz-gelben Bundesregierung bestätigt worden, dass es eine Maut nur zu Lasten der Ausländer nicht geben kann, nicht geben wird und nirgendwo in Europa existiert. Und deswegen wird hier nach Hirngespinsten gefragt. Sobald den Menschen bewusst wird, dass sie die Maut werden zahlen müssen, dass 95% des Aufkommens von deutschen Autofahrern berappt werden müssen, ändert sich die Meinung aber ganz, ganz schnell. Und deswegen bin ich froh, dass das Thema so früh kam, damit wir noch für Aufklärung sorgen können. Seehofer, ist das ein Wahlkampfthema? Würden Sie auch so vehement dafür plädieren, wenn wir nicht diesen Wahltermin in 11 Tagen hätten? Ich würde genauso vehement dafür plädieren, weil wir anders unsere Verkehrsinvestitionen überhaupt nicht mehr finanzieren können. Und Herr Gottlieb, wie man etwas durchsetzt in Berlin oder auch in Brüssel, da habe ich jetzt wirklich reichlich Erfahrung. Ich habe auch Dinge durchgesetzt in Berlin, für die ich von Herrn Uhde ausdrücklich gelobt worden bin. Ich denke daran, dass der Bundesfinanzminister vorhatte, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Ich komme zum Städtetag. Herr Uhde steht am Mikrofon und sagt, danke, Herr Ministerpräsident, Sie haben Wort gehalten. Dann habe ich die Grundsicherung. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Die Grundsicherung für die Älteren, die Gerhard Schröder den Kommunen auferlegt hat finanziell, habe ich beim Bund erreicht, obwohl es jeder für unmöglich gehalten hat, dass sie jetzt der Bund bezahlt und nicht mehr die bayerischen Kommunen. Das ist eine Größenordnung für ganz Deutschland von 4 Milliarden. Ich komme zum Städtetag. Herr Uhde steht am Mikrofon.
Danke, Herr Ministerpräsident. Sie haben Wort. Darf ich noch mal das Thema Maut zu Ende führen, Herr Ministerpräsident? Ich will es nur noch mal genau wissen. Sie haben gesagt, dieses Thema Maut ist für mich auch bei einer möglichen Fortsetzung, keiner weiß es, einer bürgerlichen Regierung in Berlin, der Lackmustest im Koalitionsvertrag. Wenn das nicht drinsteht, so habe ich Sie wenigstens verstanden, haben Sie gesagt, werde ich diesen Vertrag nicht unterschreiben. Haben Sie sich da nicht sehr weit aus dem Fenster gelehnt? Wussten Sie, was Sie da sagen? Herr Gottlieb, im Gegensatz zu dem, was gelegentlich über mich gesendet und geschrieben wird, ich überlege mir sehr genau den Start eines politischen Projekts. Ja. Und wenn ich davon überzeugt bin, mit meinen politischen Freunden, mit Fachleuten darüber gesprochen habe, in dem Punkt sogar unser Parteitag mehrfach darüber entschieden hat, einstimmig, dann wird dieses Projekt gestartet. Und deshalb ist dieser Satz, den Sie von mir zitiert haben, auch heute noch richtig. Und im Übrigen ist das jetzt kein Konflikt mit der Bundeskanzlerin. Wir haben genug Themen, wo wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Aber wir haben immer für dieses Land eine Lösung gefunden. Und wir werden sie auch in diesem Fall finden. Aber Ihr Nein war schon von brutalstmöglicher Deutlichkeit. Das muss man schon sagen an diesem Abend. Sie haben im Vorspann gesagt, die Politiker sollen Klartext reden. Ja. Jetzt können Sie mich doch nicht dafür schimpfen, dass ich Klartext rede. Nein, nein, ich habe jetzt von der Kanzlerin geredet. Ja. Herr Ude, vielleicht um das Thema abzuschließen. Aber Sie haben mehrere Sätze gesagt, Herr Gottlieb. Bitte alle sagen. Sie haben gesagt, mit mir nicht Inland. Ja. Bitte auf den Satz Inland Wert zu legen. Wir haben noch immer eine Lösung gefunden. Und es ist nicht ganz leicht. Alle drei Sätze aus Ihrer Sicht. Herr Ude, noch mal um das Thema abzuschließen. Was spricht eigentlich gegen den Grundgedanken, zu sagen, wir haben Probleme in der Verkehrsinfrastruktur, wir müssen das Geld irgendwo herbekommen, also belasten wir die, die diese Straßen benutzen? Ist dieser Grundgedanke nicht logisch? Richtig ist, dass wir Geld brauchen für die Infrastruktur, wie auch für das Bildungswesen und den Schuldenabbau. Deswegen hat die SPD seriöse und sozial gerechte Vorschläge gemacht, wie Mehreinnahmen erzielt werden können. Dass dieser Weg nicht gangbar ist, ist doch definitiv erwiesen. Ja. Wir haben doch die Regierung Merkel, Rösler, Seehofer, die 4 Jahre Zeit gehabt hätte, wenn es möglich gewesen wäre und wenn CDU und FDP dafür gewonnen werden könnten. Es ist ein reiner Wahlkampfschlager. Herr Seehofer, G8 ist das Erbe Ihres Vorvorgängers Edmund Stoiber, der damals einer verbreiteten Meinung gefolgt ist, es sollte schneller gehen mit dieser gymnasialen Ausbildung. Dafür gibt es auch nationale und europäische Vergleiche. Die Zahlen sind bekannt. Aber diese Reform, die ja in einem großen Tempo vollzogen worden ist, führt bis zum heutigen Tag zum Zorn bei Eltern, bei Lehrern und bei Schülern. Das Thema ist ein Dauerbrenner. Wann kriegen Sie das in Ordnung? Wir hatten drei Dinge, die wir tun mussten. Das eine war der Unterrichtsausfall, deshalb mehr Lehrer und auch eine mobile Lehrerreserve, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer länger ausfällt, dass sozusagen ausgeholfen werden kann. Zweitens war die weitere Ausdehnung der Lehrpläne. Da haben sich viele Eltern zu Recht beschwert, dass die Lehrpläne noch sehr nahe am G9 sind. Ja. Und ein Jahr weniger muss auch reduziert werden, ist auch geschehen. Und den dritten Punkt habe ich unter meiner Leitung selbst entschieden, gemeinsam mit den zuständigen Abgeordneten des Landtages. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler auf dem G8 9 Jahre braucht, um den Stoff von 8 Jahren zu lernen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, dies zu tun. Und zwar mit einer besonderen Förderung in den Fächern, wo die Schülerin oder der Schüler Schwächen hat. Und da stellen wir unterjährig irgendwann fest, dass der oder die das nicht kann. Das wird mit dem Lehrer, das wird mit dem Jugendlichen natürlich und mit den Eltern besprochen. Wenn Sie den Vorschlag realisieren möchten, neben dem G8, haben Sie in ganz Bayern die Wahlmöglichkeit zum G9. Ja. Ist das im ländlichen Raum das Ende bei zurückgehenden Schülerzahlen fürs Gymnasium? Das ist der kritische Punkt. Da haben wir nämlich genau die Schülerbeförderung, die der Oberbürgermeister vorhin vermeiden wollte. Das ist der Punkt, Herr Ude. Sie sagen, wir möchten im Grunde beide Möglichkeiten haben, von Anfang an. Wonach bemisst sich das? Ist das dann die Wahlfreiheit, die Wahlentscheidung der Eltern, der Schüler gemeinsam mit den Lehrern? Wie soll das gehen? Und so weit sind Sie ja eigentlich bei dem Thema nicht auseinander. Ich möchte bestehendes Gymnasium gefährden. Ich möchte nicht wieder anfangen, dass auf dem Land 30 Kilometer gefahren werden muss, bevor man in ein Gymnasium kommt. Und deshalb
weniger Kinder von ihren Eltern ins Gymnasium geschickt werden. Also lange Schulwege mutet die Staatsregierung nur kleinen Kindern zu, wollten Sie gerade betonen. Nein. Fürs Gymnasium begrüße ich ja, dass der Ministerpräsident angefangen hat, den bei Turbo mir abzuschreiben. Aber dann bitte richtig. Ich habe ein Wahlrecht im vergangenen April zwischen 8 und 9 Jahren gefordert. Mhm. Und stattdessen kam nach allem G8-Murks, den wir schon erlebt haben, eine neue Schnapsidee, das freiwillige Durchfallen, Flexi-Jahr genannt. Darüber schütteln alle Lehrer und Schüler den Kopf, die ich dazu sprechen konnte. Wir wollen die Wahlfreiheit für die Eltern, sich zwischen Gymnasien mit 8 oder 9 Jahren, das wird die Großstadtvariante sein, zu entscheiden oder im Gymnasium einen 9-jährigen Zug. Sie werden sehen, dass überwältigende Mehrheiten für 9 Jahre sein werden, weil sie nicht nur Druck und Stress für die Kinder produzieren wollen, sondern auch Zeit für musische Beschäftigung, auch Zeit für sportliche Aktivität, auch Zeit für Entwicklung von sozialen Kompetenzen. Und all das ist im 9-jährigen Gymnasium einfacher als beim Turbo-Gymnasium. Also ich halte das fest, um es zu verstehen, Sie wollen im Grunde beide Modelle, G8 und G9, nebeneinander stehen, fakultativ. Die Staatsregierung Seehofer sagt, wir wollen G9, aber wollen, wenn Schüler nicht mitkommen, das unter G8 meinten Sie? Wir wollen G8. Wenn Sie, und wenn Sie Entschleunigung wollen, man muss ja mit berücksichtigen, dann auch den Ausbau der Ganztagsangebote, damit Sie für den Sport und musisch und auch mit Gruppenveranstaltungen ein Stück Entschleunigung und auch Persönlichkeitsbildung in einem Gymnasium bekommen. Wir haben jetzt eine Umfrage gemacht, mehr als die Hälfte der Gymnasien sehen heute schon darin die richtige Antwort. Mehr als die Hälfte in den bayerischen Gymnasien. Und die Jugendlichen sind im Allgemeinen schlauer als die Politiker. Die konzentrieren sich jetzt sehr auf dieses Flexibilisierungsjahr, etwa 2 Jahre vor dem Abitur, weil sie dann die Dinge noch mal schärfen wollen, wo sie persönliche Schwächen haben. Herr Ude, warum sind Sie so dezidiert gegen das Betreuungsgeld, für das sich der Ministerpräsident stark gemacht hat, das er durchgesetzt hat, wo auch die Bundesregierung sozusagen zähneknirschend, muss man sagen, Herr Seehofer, sie haben's gemacht. So wird's bei der manchmal auch wieder bessere Überzeugung nachgegeben hat. Mit welchem Argument sind Sie hier entschieden dagegen? Sie haben es ja in der Anmoderation selber zum Ausdruck gebracht. Für die Wahlfreiheit brauchen wir Kita-Angebote und wir brauchen ausreichend viele Erzieherinnen und Erzieher. Daran fehlt es, damit Mütter wirklich entscheiden können, wie sie ihre Kinderbetreuung gestalten wollen, braucht es ausreichend viele Angebote und ausreichend viele Erzieherinnen. Viel zu wenige wurden von den Bundesländern ausgebildet. Darauf müssen wir den Mitteleinsatz konzentrieren. Man sollte das Geld dafür ausgeben, dass ein ausreichendes Betreuungsangebot gemacht wird und Wahlfreiheit hergestellt wird, statt dass man auch noch Prämien dafür vergibt, dass Menschen eine öffentliche Leistung nicht in Anspruch nehmen. Das ist so, als ob Sie plötzlich als Fußgänger oder Radfahrer eine Entschädigung dafür verlangen können, dass Sie nicht mit dem städtischen Bus fahren. Herr Seehofer, viele verstehen nicht, warum Sie so auf diesem Betreuungsgeld beharrt haben. Es ist Ihnen ja vorgerechnet worden, das kostet über 2 Milliarden Euro im Jahr. Und es würde im Grunde das Betreuungsproblem bei den Kindertagesstätten ja noch verschärfen. Ja, bei Herrn Ude muss man immer zunächst einmal die Realität noch mal darstellen. Für die Kinderbetreuungseinrichtungen sind die Kommunen zuständig. Ja. Der Bund und das Land. Die genügend Probleme haben mit diesem Thema. Ja, der Bund und das Land fördern massiv. Wir verlängern sogar die Förderung über dieses Jahr hinaus. Und das mal zum Grundsatz. Wir unterstützen die Kommunen. Übrigens hat meines Wissens die Landeshauptstadt München durchaus Klagen, meines Wissens 4 bereits, weil Betreuungseinrichtungen nicht vorhanden sind. Nein, so, nicht. Jetzt zu diesem gesellschaftspolitischen, zur gesellschaftspolitischen Dimension. Wir Politiker sind nicht Vormund, auch der Staat ist nicht Vormund von jungen Familien. Wie junge Familien ihr Leben führen und entscheiden für was sie selber. Entscheiden sie Sagen völlig sie. Selbst. Auch das ist ein Vertrauensbeweis in die Erziehungskompetenz der Eltern. Die halte ich noch immer für die richtige Stelle. Die Eltern, die Mutter, Vater oder auch die Mutter alleine. So.
Und jetzt entscheiden sich viele Leute für die Verbindung von Kindererziehung und Berufstätigkeit. Und andere wiederum sagen, ich unterbreche mal für eine bestimmte Zeit meine Berufstätigkeit. Und wir haben die Pflicht als Staat, für diese beiden Modelle den Menschen auch nachvollziehbare Wahlfreiheit zu geben. Darf ich da mal fragen, Herr Seehofer, indem wir beides anbieten. Woher wissen Sie eigentlich, dass das Geld in die richtigen Hände gerät und soll eigentlich auch die Millionärsgattin, das muss man ja, das soll jetzt keine klassenkämpferische Bemerkung sein, aber das muss man ja auch mal formulieren, soll die auch auf dieses Betreuungsgeld zurückgreifen? Herr Gottlieb, die ersten 12 oder 14 Monate, wenn man sich fürs Elterngeld entscheidet, das ist wieder ganz was anderes als das Betreuungsgeld, da geht es um ganz andere Summen, bis zu 1.800 Euro im Monat. Da hat noch niemand die Frage gestellt, ist dies nicht eine Belohnung für die Besserverdienenden? Weil in der Tat die Frau, die zu Hause ist, deutlich weniger bekommt als die Frau, die ihre Berufstätigkeit unterbricht. Ich würde Familienpolitik nicht in der Weise führen, dass wir unterschiedliche Einkommensklassen gegeneinander ausspielen oder dass wir die berufstätige Mutter gegen die nicht berufstätige Mutter gegeneinander ausspielen. Alleine Entscheidung bei den Eltern. Wir bieten für jedes Angebot die Unterstützung. Und das ist unser Auftrag. Familien müssen sich nicht beim Staat dafür entschuldigen, dass sie zu viel bekommen, sondern der Staat muss sich bei den Familien entschuldigen, wenn er zu wenig gibt. Und wir geben noch nicht genug. Was haben Sie eigentlich gegen diesen Gedanken des Wahlrechts für Eltern, für Familien zwischen einerseits Betreuung zu Hause, andererseits Betreuung in der Kindertagesstätte? Muss man das nicht, ich gebe zu, nicht in allen Bereichen. Es gibt sicherlich familiäre Verhältnisse, wo man das nicht den Eltern überlassen kann. Aber muss man es nicht primär doch den Eltern überlassen? Ist das Sache des Staates? Ja, aber selbstverständlich ist es Sache der Eltern. Ja. Und sie haben es immer entschieden und werden es immer selber entscheiden. Ich bin für ein Wahlrecht. Und das Wahlrecht hat ein Elternpaar erst, wenn es ausreichend viele Kitas mit ausreichendem Pflegepersonal gibt. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Wo stehen wir dafür, da jetzt in Bayern bei den Kitas? Wir stehen so, dass im Moment Klagen kaum erhoben werden, aber dass der Bedarf sprunghaft steigt. In vielen Orten gab es ja vor wenigen Jahren noch gar keine Kitas. Wir haben nicht nur das quantitative Thema. Doch. Wir haben auch das qualitative Thema. Und dafür braucht es auch Geld. Wir haben zweimal den Betreuungsschlüssel heruntergesetzt, herabgesetzt. Weniger Kinder pro Betreuer oder Betreuerin. Und das Dritte ist auch noch wichtig, dass wir ausreichend Kräfte bekommen. Das wird zunehmend in vielen sozialen Bereichen ein Problem für die Betreuung der Kinder. Da sind wir mit Sonderprogrammen unterwegs, damit umgeschult wird, damit fortgebildet wird, damit auch manche Lehrkräfte, die wir im Schuldienst nicht verwenden können, auch für solche Zwecke verwendet werden. Herr Ude, der Strompreis explodiert. Das merken vor allem Familien, die wenig zur Verfügung haben. Das merken aber auch Familien im Mittelstand. Es gibt Zahlen für vierköpfige Familien, die in den letzten 10 Jahren den Strompreis im Grunde verdoppelt bekommen haben. Das macht die Leute unruhig. Sie tragen genauso wie Herr Seehofer in Ihrer Partei das große soziale S. Was wollen Sie denn tun, um diesen rapiden Anstieg der Strompreise zu stoppen? Das kann ich ganz präzise sagen. Wir müssen die Stromsteuer senken in der Größenordnung 25%, weil der Staat an der Verteuerung der Energie nicht auch noch verdienen soll und Energie erschwinglich bleiben muss. Was heißt, wir müssen senken? Wer muss das tun? Das ist eine Aufgabe des Bundesgesetzgebers, aber ich werde das als Ministerpräsident auch unterstützen und einfordern. Und das Zweite ist, dass im Erneuerbare-Energien-Gesetz manche Überförderung reduziert werden muss. Da ist sicherlich eine 500 Millionen zu sparen. Ja. Und dann gibt es Ausnahmeregelungen für zu viele Wirtschaftsunternehmen. Es ist richtig, bei denen, die so stark von der Energie abhängig sind, dass sie ohne eine Freistellung Deutschland verlassen würden. Aber so viele Ausnahmen, wie wir jetzt haben, braucht es nicht. Und dann müssen wir endlich wieder die Stromleitungen, die Übertragungsnetze in öffentlichen Besitz bekommen. Das darf keine Sache des privaten Gewinns, der Profitmaximierung sein. Und fünfte und letzte Bemerkung, wir müssen sicherstellen, zur Not gesetzgeberisch, dass Preissenkungen auf den Strombörsen
nicht an den Kunden weitergegeben werden. Das ist Missbrauch wirtschaftlicher Macht und hat mit der Energiewende gar nichts zu tun. Herr Seehofer, 60% der Deutschen, dazu gehören dann auch die Bayern, etwa in der gleichen prozentualen Anzahl, halten die Energiewende für miserabel umgesetzt. Ja. Sie haben gesagt, wenn das Chaos nicht aufhört, dann machen wir unseren eigenen bayerischen Weg. Das Chaos ist immer noch da, wenigstens nach meinem Befund. Ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden, aber es ist immer noch da. Vom eigenen bayerischen Weg höre ich aber nichts mehr. Ja, weil vielleicht nicht jeden Tag darüber gesprochen wird. Wir sind bei den erneuerbaren Energien bereits bei etwa 35% der Stromproduktion. 50% wollen wir erreichen, haben aber noch 9 Jahre Zeit. Zweitens, ich habe massiv darauf gedrängt, dass das modernste Gaskraftwerk, das wir in der Welt haben, von E.ON und von Siemens bei Voburg, dass dies weiterlaufen kann bis Mitte dieses Jahrzehnts. Das wäre sonst abgestellt worden. Und drittens, was ich für das Wichtigste halte, ist die Reform des Energieeinspeisegesetzes. Das sind die Einspeisevergütungen. Da gibt es Konsens zwischen Ihnen beiden. Schön langsam, da muss man noch einiges klarstellen, dass man dies tut, die Einspeisevergütung für die Zukunft absenkt. Ja. Dort liegt der entscheidende Preistreiber. Ich sage aber der Bevölkerung zu, es wird keinen Eingriff geben in den Bestand, in die Investitionen der Vergangenheit. Und ich sage auch der bayerischen Industrie zu, und ich habe die alle besucht, die sind nämlich insbesondere in Niederbayern, in der Oberpfalz, in Oberfranken, in strukturschwächeren Gebieten, dass wir sie von der Ausnahmeregelung, dass sie diese Umlage nicht bezahlen müssen, nicht ausnehmen werden, weil dies bedeutet Verlust von Arbeitsplätzen. Und das wird neben der Mütterrente das erste und wichtigste Gesetz sein, das der neue Deutsche Bundestag verabschieden muss. Ich habe ja einmal dieses berühmte ZDF-Interview gegeben. Da setzte ich mich mit dem damaligen Umweltminister auseinander. Und heute werden Sie vielleicht verstehen, warum da mein Puls etwas hoch war. Weil, sind Sie in der Lage, den Strompreis zu stoppen oder zu senken? Die Frage habe ich gerade auch an Ude gestellt. Das muss durch, die wirksamste Maßnahme ist das Energieeinspeisegesetz. Und wenn dies in Berlin nicht zustande kommen sollte, dann ist nur die Senkung der Abgaben auf Strom durch den Staat möglich, also Stromsteuer. Ja. Denn mit der Erhöhung der Strompreise verdient auch der Staat über die Mehrwertsteuer. Ja. Und dann muss er das, was er verdient, an die Verbraucher wieder zurückgeben. Es geht ja nicht nur um die Wirtschaft, es geht um viele kleine und mittlere Einkommensverhältnisse. Das ist das Stichwort, Herr Ude. Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Es geht um viele Unternehmen. Und es geht um die Ausnahmegenehmigungen für energieintensive Unternehmen. Und jetzt gibt es tatsächlich diesen perversen Zustand in dieser chaotischen Energiewendezeit, dass es Unternehmen gibt, die in der Tat sich sozusagen an die Grenze dessen heran Energie verbrauchen, um sozusagen in die Ausnahmeregelung zu fallen. Das ist doch verrückt. Da sind Sie doch als steuernde Politiker gefragt oder nicht? Ich kann Ihnen nur zustimmen. Hier müssen die Grauzonen aufgeklärt werden. Die Ausnahmetatbestände sind denen vorzubehalten, die wirklich existenziell darauf angewiesen sind. Aber in der Energiepolitik gibt es doch in Bayern zwei viel konkretere Themen, die reine Landespolitik sind. Ich begreife nicht, dass die Staatsregierung und die Landtagsmehrheit sich geweigert hat, Nein zu sagen zu einer Leistungsausweitung im Kernkraftwerk Gundremmingen. Da halten Sie sich das Hintertürchen offen, nach der Wahl weniger mehr Atomstrom zu produzieren. Und ich begreife nicht, warum Sie der Windenergie buchstäblich den Boden entziehen. Ich habe das von Genossenschaften und Kommunen erläutert bekommen, am Beispiel Unterfranken. Da fallen ja wirklich viele Projekte flach, die schon geplant sind, die in mühsamen Bürgerdialogen erarbeitet worden sind, weil Sie plötzlich die Abstandsflächen verdoppeln wollen. Herr Ude, was in vielen Teilen Bayerns, da wird Ihnen sicher der Ministerpräsident auch recht geben, verschlafen worden ist, das ist der Ausbau sozusagen des schnellen Internets. Das Thema Digitalisierung, vor allem auf dem Land, ist ein Thema, das auch die Wirtschaft, das auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft sehr stark einklagt. Geht es mit der SPD schneller?
Aber mit Sicherheit. Die SPD hat ja die ganze Legislaturperiode immer wieder gesagt, das ist eine öffentliche Aufgabe, für schnelle Netze, für gute Internetverbindungen zu sorgen. Denn das ist das Kommunikationsmittel, das ist in diesem Jahrhundert so wichtig wie das Telefon im letzten. Und das kann man nicht dem Markt überlassen. Es war Ihr Amtsvorgänger als Parteichef Erwin Huber, der immer wieder gesagt hat, das muss man dem Markt überlassen. Geht um meine Politik und heute. Erst es ganz geht um, am Schluss haben um Sie Politik. Die Kurve gekratzt und der SPD Recht gegeben, was ja immer eine vernünftige Entscheidung ist. Jetzt haben Sie ein Förderprogramm aufgelegt, aber ich sage, es ist nach Auskunft aller Experten zu gering dotiert und die Anforderungen an die Kommunen sind zu hoch. Ich sage, wir müssen das schnelle Internet für ländliche Räume als öffentliche Aufgabe begreifen und auch entsprechend dotieren. Herr Seehofer, wie kann das starke Wirtschaftsland Bayern, von dem Sie sprechen, wie kann das eine solche lebens- und zukunftswichtige Entwicklung eigentlich so verschlafen, dass wir nur im hinteren Mittelfeld sind? Nein, nein, wir haben die Grundversorgung erreicht. Jetzt sind wir beim schnellen Internet. Dafür stellen wir als Freistaat Bayern Zuschüsse zur Verfügung mit einer 500 Millionen bis Ende 2014. Es gibt kein anderes Bundesland, wo die Förderung höher ist oder auch nur annähernd so hoch. Weil der Abstand natürlich und das, was Herr Ude ist. Sagt, die Geschichte, dass das eine Angelegenheit der Privatwirtschaft ist, ist in den 90er Jahren auch mit der Zustimmung seiner Partei durch eine Grundgesetzänderung festgelegt worden. Er bräuchte also jetzt wieder eine Mehrheit. Damals ist gesagt worden, es macht die Privatwirtschaft. Und da haben Sie mitgestimmt, weil sonst wäre ja die Zweidrittelmehrheit nicht zustande gekommen. Aber Sie stehen ja hoffentlich für die SPD. Ja. Und Sie müssten das Grundgesetz wieder ändern. Das kostet 15 Milliarden. Für den Staat. Ist mir bewusst. Das ist Ihnen bewusst. Aber Herr das Seehofer, muss man nur ein Viertel der bayerischen Wirtschaft, ein Viertel der bayerischen Wirtschaft kann schnelle IT-Anwendungen nicht realisieren. Beide habt ihr am Anfang gesagt, oh, Europarecht bei der Maut und schlimm. Wir haben jetzt da erlebt bei dem schnellen Internet, dass die Europäische Kommission aus Wettbewerbsgründen die Höhe der Bezuschussung durch die öffentliche Hand nach oben gedeckelt hat. Und wir haben das erreicht, dass wir wenigstens diese 500 Millionen bekommen, die wir jetzt ausgeben dürfen, EU-konform. Das, was der Herr Ude sagt, wenn Sie also bei der Maut sagen, nicht durchführbar und schlimm und dauert furchtbar lange, dann gilt es mindestens hoch drei für dieses Thema. Aber wir werden da weiter dranbleiben bei der EU, auch bei der Bundesregierung. Es ist übrigens auch eine Aufgabe der Bundesregierung, für moderne Telekommunikation zu sorgen. Sie müssen beschleunigen bei dem Thema. Was mir vorschwebt, im Gegensatz zu Ihnen, ich würde eine Universalverpflichtung einführen. Was heißt das? Dass derjenige, der in guten Gebieten, wo viel Nachfrage herrscht, zum Beispiel in der Landeshauptstadt München, auch verpflichtet wird, einen Teil des flachen Landes mitzuversorgen. Weil wir ein Stadt-Land-Gefälle in dieser Frage haben. Weil wir ein Flächenstaat sind. Ja. Deshalb brauchen wir die Kombination, wie wir es ja bei der Briefzustellung auch haben. Herr Ude, kommen wir zum Haushalt. Die Staatsregierung sagt, Bayern steht mit seinem Haushalt am besten da. Und da gibt es dann wieder Untersuchungen, die werden ja auch entsprechend präsentiert. Sie sagen, mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland. Und wir haben sogar angefangen, Schulden zurückzuzahlen. Wie finden Sie das? Also, ich finde, man soll bei der Wahrheit bleiben. Die bayerischen Wirtschafts- und Finanzdaten sind erfreulich, das stimmt. Aber die Schuldentilgung ist eine Märchenstunde. Es gibt am Ende der Regierung Seehofer 9 Milliarden Schulden mehr als zu Beginn. So viel Schulden hat keiner ihrer Vorgänger gemacht. Wobei ich hinzufüge, das war nicht ihre Schuld, sondern das war das geerbte Landesbank-Desaster, das aber mit 9 Milliarden zu Buche schlägt. Wie Schuldentilgung ausschaut, das kann man in der Landeshauptstadt studieren. In meinem Verantwortungsbereich ist die Verschuldung heute geringer als 1987. Also das ist Schuldenabbau, der sich sehen lassen kann. Und mir muss von dem Thema niemand etwas erzählen.
Aber Landesbank und Kauf der österreichischen Bank, ich kann mich auch nicht erinnern, dass die SPD damals eine große Abwehr formuliert hat. Weil das ein wichtiger Punkt ist und nicht am Schluss es dann heißt, den können wir jetzt nicht mehr behandeln. Dass der Staatshaushalt des Freistaats Bayern für die Aufgaben des Staates keinen Euro Schulden aufgenommen hat, jetzt über viele Jahre, ist unbestritten. Richtig. In meiner Verantwortung sind 2,5 Milliarden jetzt Schulden zurückbezahlt worden. Auch richtig. Und wir werden nach einer Reform des Länderfinanzausgleichs das erste Land in Europa sein, das schuldenfrei ist. Sie haben ihre Schulden reduziert durch die Herausnahme der Eigenbetriebe von Menschen, die früher drin waren. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Man muss schon in der Geschichte, er denkt ja gerne 5 und 10 Jahre zurück, wie wir heute öfters gehört haben. Langen Zeiträumen. Ja, ich denke mehr in die Zukunft. Ich habe übernommen die Landesbank. Amtszeit. Damals waren die Sparkassen zur Hälfte Eigentümerin der Landesbank. Mhm. Auch die größte Sparkasse, die wir in Bayern haben, die Stadtsparkasse. Und zur Stadtsparkasse hat ein Oberbürgermeister eine natürliche Nähe. Die saßen im Verwaltungsrat und haben das ganze Geschäft mit zu verantworten. Auch das, was er als Desaster benannt hat, nämlich, dass wir 10 Milliarden Stütze geben mussten. Ich habe dann entschieden, mit Zustimmung des Landtags, dass trotz der Mitverantwortung der Sparkassen die Sparkassen aus Versorgungsgründen in Bayern, da wären nämlich viele kaputt gegangen, an der Haftung nicht beteiligt werden. Auch nicht die Stadt- und Kreissparkasse München. Dadurch hat sich die Sparkasse 500 Millionen, eine halbe Milliarde gespart, weil der Freistaat Bayern das, was die Sparkassen hätten bezahlen müssen, übernommen hat. Jetzt ist es schon eigenartig, dass derjenige, der von der Hilfe profitiert hat, der Oberbürgermeister mit seiner Stadtsparkasse, denjenigen, der ihm hilft oder geholfen hat, auch noch dafür kritisiert. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Sie heute zu mir sagen, danke, dass Sie uns Sparkassen damals von der Haftung ausgenommen haben. Sie waren zur Hälfte Eigentümer dieser Landesbank. Nicht ich, sondern das bayerische Sparkassenwesen. Übrigens in der Landesbank nur mit CSU-Politikern vertreten. Reden wir doch nicht um den Brei herum. Von den 10 Verwaltungsräten der Landesbank, die alle Weichenstellungen vorgenommen haben, waren 8 prominente CSU-Politiker und kein einziger von der SPD. Ich habe sie geschont mit einer halben Milliarde. Lassen Sie mich doch ausreden. Ich bin schon 91 aus dem Verwaltungsrat der Landesbank wieder ausgeschieden, weil gegen die Phalanx, ja, seitdem bin ich nicht dabei, weil gegen die Phalanx der Staatsregierung ohnehin in diesem Gremium nichts auszurichten war. Ich habe immer gelobt und tut es gerne auch heute, dass Sie beim Krisenmanagement der Landesbank die Sparkassen geschont haben und nicht über Gebühr belastet. Ja, halten Sie auch einmal das Wort. Also ich gebe es Ihnen gerne, damit Sie es auch mal hinhalten können. Ich sage ja, in all den Punkten, mit denen der Ministerpräsident heute punkten will, hat er meine Position übernommen. Bei der Gewerbesteuer, bei der Grundsicherung und auch bei der Sicherung der Sparkassen. Also wenn Sie bei mir abschreiben, kommt wirklich was Vernünftiges raus. Weil Sie das beim Mieterschutz auch immer sagen. Ja. Wir haben jetzt die Deckelung auf 15% in 3 Jahren Mieterhöhung. Die ist unter der Regierung Merkel beschlossen worden und von uns in Bayern umgesetzt worden, auch bei Ihnen in der Landeshauptstadt seit Mai. Ja. In den letzten habe ich 20 Jahre lang gefordert. Gefordert. Der Satz ist wichtig. In den letzten 15 Jahren war die SPD 11 Jahre an der Regierung beteiligt. Davon hat sie immer den Justizminister gestellt. Ich nenne nur den Namen Frau Zypris. Und obwohl sie es immer gefordert haben, angeblich, ist mir jetzt nicht in Erinnerung, hat die SPD diese Deckelung auf 15% im Bund in ihrer Regierungsverantwortung. Wir müssen vom 11 Bund Jahre nach Bayern, nicht beschlossen. Nicht beschlossen. Das ist ja unstrittig, aber wir haben es von 30 auf 20 verkürzt und Sie haben die letzten 15. Stimmt es oder stimmt es nicht? Richtig, es stimmt. Okay. Nach 20 Jahren Drängen. Ich will ja nur wissen, was wirklich ist. Herr Ude, ab 2020. Wenn ich 20 Jahre dränge, ich muss machen. Ab 2020 steht die Schuldenbremse in der bayerischen Verfassung, Herr Ude. Ab 2020 steht in der bayerischen Verfassung. Das ist jetzt sogar Gegenstand eines Volksentscheides am 15. September. Man hört von der SPD aber in diesem Zusammenhang wenig, aber vielmehr auch von ihrem Kanzlerkandidaten Steinbrück, der sagt, Freunde, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen, um die Probleme tatsächlich zu lösen. Wie passt das eigentlich
zusammen. Es ist ja logisch zwingend. Also erstens war Peer Steinbrück der Erfinder der Schuldenbremse im Grundgesetz, die von den beiden großen Parteien durchgesetzt worden ist. Und wir, die bayerischen Sozialdemokraten, das war mir sehr wichtig, unterstützen die Schuldenbremse in der bayerischen Verfassung. Da gehen wir mit gemeinsamen Vorstellungen hinein. Aber das ist doch, nein, in dem Fall nicht. Das ist doch selbstverständlich, wenn ich keine Neuverschuldung auf Kosten künftiger Jahrzehnte oder künftiger Generationen machen darf und einen dringenden Handlungsbedarf sehe im Bildungswesen, bei der Infrastruktur, bei sozialen Themen, dann muss ich für Einnahmen sorgen. Und deswegen ist genau die Schuldenbremse ein Zwang, entweder Ausgaben zu reduzieren oder Einnahmen zu steigern. Ja. Das ist logisch. Sie beide haben jetzt die Gelegenheit zu einem Schlussstatement, mit dem Sie sich an die Bürgerinnen und Bürger in Bayern wenden können und wo Sie um Ihre Stimme werben können. Herr Ude, Sie beginnen. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, unsere Heimat Bayern ist ein starkes Land. Das ist Ihr Verdienst, das ist unser aller Verdienst. Wir wollen dieses Land noch stärker machen. Dass ich für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik stehe, durfte ich in der bayerischen Landeshauptstadt 20 Jahre lang beweisen. Vor allem wollen wir dieses Land gerechter machen. Wir werden das Schulsterben im ländlichen Raum und den Murks am Gymnasium beenden und jedes Talent fördern. Denn die Chancen unserer Kinder sollen nicht vom Geldbeutel und Bildungsstand der Eltern abhängen. Wir werden in der Arbeitswelt für Fairness und Anstand sorgen. Zuerst mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Wenn Sie den ganzen Tag arbeiten, müssen Sie auch davon leben können. Und das hat der Gesetzgeber sicherzustellen. Wir werden endlich alle Register ziehen, um in den Ballungsräumen die Mieter und die Wohnungssuchenden wirksam zu schützen. Und die strukturschwachen, bisher vernachlässigten Regionen Bayerns werden wir gezielt fördern, damit das Land endlich ins Gleichgewicht kommt. Sicher haben Sie sich in letzter Zeit auch über die zahlreichen Skandale und Affären in der bayerischen Staatsregierung aufgeregt und geärgert. Missstände, meine Damen und Herren, muss man abwählen. Ich stehe an der Spitze der Stadt München seit 2 Jahrzehnten für eine Politik ohne Skandale und Affären. Ich bitte Sie um beide Stimmen für die SPD. Es ist nämlich noch nichts entschieden. Entscheiden tun allein Sie am 15. September. Vielen Dank, Herr Ude. Herr Seehofer, wie lautet Ihre zentrale Botschaft, mit der Sie sich an die Bayern wenden? Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, es waren 5 starke Jahre für Bayern, sehr gute Jahre für Bayern. Gemeinsam haben wir dieses Bayern ein Stück erfolgreicher, moderner und auch sozial gerechter gestaltet. Wir sind als Bayern anerkannt in der ganzen Welt. Wir sind in Europa eine Insel der Stabilität und des Fortschritts und auch der Gerechtigkeit. Und meine Damen und Herren, wir haben eine sehr, sehr starke Stimme in Berlin. Wir vertreten auch die bayerischen Interessen nachhaltig in unserer Bundeshauptstadt. Nun ist meine Mission und ist meine Motivation, dass wir dieses Bayern in den nächsten Jahren so in der Spitze halten, dass wir auf Grundlage von Visionen dieses Bayern noch stärken. Ich erinnere mich oft, wenn ich in der Staatskanzlei sitze, an ein Wort meiner Eltern. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, die uns Kindern immer wieder gesagt haben, ihr sollt es einmal besser haben als wir. Und das war meine Motivation, ist meine Motivation für die nächsten Jahre, möglichst vielen Bayern gute Lebenschancen einzuräumen, die Möglichkeiten dafür zu schaffen,
möglichst vielen und allen Bayern in Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Schwaben, Oberbayern, in den großen Städten München, Augsburg und Nürnberg dazu beizutragen, als Politik gemeinsam mit ihnen dazu beizutragen, dass die Menschen glücklich und sinnerfüllt leben können. Dazu brauche ich Sie. Dazu bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Und auch ich bitte Sie um beide Stimmen, naturgemäß für die Christlich-Soziale Union. Ich danke Ihnen.